Warnung! Das folgende Video enthält ganz viel Sarkasmus und Ironie für Leute, die das nicht verstehen, die eventuell Aluhüte tragen, die eventuell sich auch einfach eine vollgeschissene Windel ins Gesicht halten. Möchte ich nur sagen, dieses Schiff ist wohl mit Abstand das allerschlechteste Schiff, was es in diesem Spiel gibt. Und somit möchte ich euch natürlich sagen, habt viel Spaß mit dem Video! Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die South Carolina Stufe 3. Das wohl stärkste Schlachtschiff, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Eine Yamato ist dann Scheißdreck gegen. Die hätte die Yamato mit nur einer Granate zerpflückt. Eigentlich gehört dieses Schiff nach legendär. Also normalerweise wäre dieses Schiff, ja, eigentlich der Schritt super legendär, super, super legendär reinzubringen. Da gehört sie hin mit der Mikasa zusammen und die würden einfach da oben alles aufräumen. Wargaming war so nett und hat uns das Ding hier auf Stufe 3 gebracht gehabt. Der Auftrag ist heute gekommen, sollte ja eigentlich erst morgen kommen, also ihr könnt sie euch kostenlos, das möchte ich gerne betonen, ihr könnt sie euch kostenlos erspielen. Und der Auftrag ist auch gar nicht schwer, wir können uns den mal kurz angucken. Der müsste nämlich noch drinne sein. Hier, ihr müsst ein Gefecht mit einem amerikanischen Schiff gewinnen, dann 2500 EP verdienen, 3000 Kapitäns-EP, 300 globale und 300.000 Credit-Punkte. Ich war so frei und habe diese Aufgabe, wir können mal kurz gucken, diese Aufgabe mit der Weimar alles erledigt. Also, Moment, hier. Na, also, das ging ganz schnell mit der Weimar. 1, 2, 3, 4. Und das war's. Dann hatte ich das Ding im Hafen stehen. Ja, bevor wir jetzt uns dieses ultra geile, unfassbar krasse, weltbeste Schlachtschiff im Detail anschauen, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu ihrer so genialen Geschichte. Die Kriegsbedingung war am 18. Dezember 1906 und die Indienststellung am 1. März 1910. Sie war 138 Meter lang, 24 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 17.617 Tonnen. Die USS South Carolina war das vierte Schiff der US Navy, das zu Ehren des 8. Staates benannt wurde. Sie wurde auch das erste amerikanische Dreadnought-Schlachtschiff, obwohl sie keinen Turbinenantrieb wie die HMS Dreadnought hatte. Ihr Design war dennoch revolutionär, denn ihre Geschütze waren übereinander angeordnet, was man zu dem Zeitpunkt noch niemand oder was zu diesem Zeitpunkt niemand nutzte. South Carolina verbrachte einen Großteil ihrer Karriere im Atlantik und in der Karibik, wo sie an der Ostküste der Vereinigten Staaten patrouillierte. Sie unternahm 1910 und 1911 zwei Reisen nach Europa und nahm 1912 an einem Besuch eines deutschen Kreuzergeschwaders teil. In den Jahren 1913 bis 1914 patrouillierte sie häufig an der Küste Mexikos, um die amerikanischen Interessen während der Mexikanischen Revolution zu schützen. Im April 1914 nahm sie an der Besatzung von Veracruz durch die Vereinigten Staaten teil. Nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg im April 1917 bildete man Matrosen für die schnelle wachsende Navy aus. Sie beteiligte sich an keiner Seeschlacht. Sehr, sehr schade, verstehe ich überhaupt nicht. Ende 1918 wurde sie dem Begleitdienst für Konvois zugeteilt. Ein Unfall mit ihren Propellern im September 1918 hielt sie für den Rest des Konflikts vom aktiven Dienst ab. Schade, schade, schade. 1919 unternahm sie vier Reisen, um amerikanische Soldaten aus Europa zurückzubringen. Es folgten 1920 bis 21 Ausbildungskreuzfahrten, bis sie schließlich 1924 verschrottet wurde. Ja, das war die unfassbar geniale Geschichte von diesem unfassbar genialen Schiff. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir so einbauen können. Wir können auf jeden Fall ziemlich viel einbauen. Das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Wir haben hier als erstes das Secondary Batterie Mod 2. Dann habe ich mich hier für Schadensbegrenzungs Mod 2 entschieden. Dann haben wir hier Zielerfassungssystem Mod 1. Und zum Schluss habe ich hier Artillerie-Plotterraum. Man könnte natürlich hier Secondary-Bewaffnung oder Hauptbatterie-Mod 3 nehmen. Das bleibt euch natürlich überlassen. Kommen wir zur Ausrüstung. Hier seht ihr schon, wir haben richtig, richtig viel dabei. Schadensbegrenzung. Wir haben Reparaturmannschaften dabei. Und wir haben verbesserte Secondary-Genauigkeit dabei. Ihr bekommt zur Belohnung auch hier eine wunderschöne South Carolina-Flagge. Also, schade. Ich hätte so einen Bierkrug viel, viel geiler gefunden. Kommen wir mal zu den Werten. Ja, Freunde, ich habe zwei Runden vorbereitet für euch, weil dieses Ding einfach nur genial ist und ich will euch einfach nur zeigen, wie monsterhaft dieses Schiff ist. Wir haben hier 30.140 Trefferpunkte mit Sims,
Panzerung 10 bis 305 mm, Torpedoschadensverringerung 13%. Also, ihr seht schon mal, 30.140 Trefferpunkte. Die meisten Schlachtschiffe haben so um die 40.000. Wir gucken uns mal die Wyoming an. Die Wyoming hat zum Beispiel 44.940 Trefferpunkte. Die Arkansas, die man eigentlich so optisch recht gut mit ihr vergleichen kann, hat 44.940 Trefferpunkte. Ja, so eine South Carolina hat ungefähr so viel Leben wie eine Giussiano. Giussiano müsste so um die 24.000 hat sie. 24.000. Wenn ihr den Lead drauf macht, habt ihr 27.000 Trefferpunkte. Also, was wollt ihr mehr, Freunde? Das ist revolutionär. Revolutionär, dass ein Schlachtschiff fast so viel Trefferpunkte hat wie ein leichter Kreuzer. Wahnsinn. Also, die Idee von Wargaming finde ich einfach nur hervorragend. Absolut hervorragend. Schauen wir uns doch mal weiter an, was dieses Schiff uns noch zu bieten hat. Also wie gesagt, 13% Torpedoschadensverringerung, das ist der Wahnsinn. Ihr werdet merken, jeder Torpedo wird euch fast vernichten. Kommen wir zur Artillerie. Wir haben hier 4x2, 3 oder 5 mm. Feuerreichweite 14,9 km, Nachladezeit 30 Sekunden. Dauer von Arztrakete 32,7 Sekunden. Sprenggranatenhöchstschaden 4100. Brandwahrscheinlichkeit 20%. AP-Granatenhöchstschaden 8910. Sekundärbewaffnung haben wir hier 22 mal 1, 76,2 mm. Feuerreichweite 5,4 km. Nachladezeit 6 Sekunden. Sprenggranatenhöchstschaden 1100 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 4%. Ja, jetzt fehlt hier uns was, ne? Wir haben keine Flak. Nein, wir haben auch keine Flak. Höchstgeschwindigkeit. Kommen wir zur Manövrierfähigkeit, also ihre absoluten Stärken. Höchstgeschwindigkeit 14,7 Knoten, Freunde. Das ist wohl mit Abstand das schnellste Schlachtschiff in diesem Spiel. 14,7 Knoten. Wir wollen mal hier zum Beispiel eine Arkansas dagegen halten. Da haben wir 19 Knoten. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Oder eine Wyoming können wir auch nochmal dagegen halten. Auch 19 Knoten. Kommen wir mal zu den Deutschen und gucken wir uns doch einfach mal die Kaiser an. Da sind wir bei 20 Knoten. Also ihr merkt schon, ihr seid richtig, richtig schnell. Selbst Schlachtschiffe, egal welcher Stufe, wenn die von euch wegfahren, ihr kommt nicht hinterher. Ja, ist das nicht schön. Ja, Wendekreisradius haben wir hier 84 Meter, Ruderschnellzeit 15,7 Sekunden. Einfach nur genial, Freunde. Kommen wir zum Tarnwert, 11,9 Kilometer. Erkennbarkeit zur Luft 10 Kilometer und eine garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer. Jetzt kommen wir, Freunde, haltet euch bitte fest, setzt euch bitte erstmal hin, weil wir kommen jetzt zu ihrer Panzerung. Ihr seht schon, wir haben eine verdammt geniale Panzerung. Wir haben eine Bugpanzerung von unfassbaren 16 mm. Also im Großen und Ganzen kann euch einfach alles durchschlagen. Das ist richtig geil, das macht richtig viel Spaß. Und das reicht uns noch nicht, Freunde, das reicht uns noch nicht. Guckt euch doch mal die Zitadelle an. Das Ding besteht eigentlich nur aus Zitadelle. Also egal, was euch trifft, es wird richtig wehtun. Und das Geile ist, selbst Kreuzer, die neben euch fahren und AP auf euch schießen, die werden euch richtig, richtig ordentlich Schaden drücken. Der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist, es gibt keinen. Ja, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ja, was soll ich denn dazu sagen? Jo, ihr habt nicht viel Leben. Und das werdet ihr auch ganz, ganz schnell sehen. Also, Vorteil ist, ihr kriegt eigentlich vom Match nicht wirklich viel mit. Weil, wenn die Leute von eurer Seite alle rüberfahren, ja, dann seid ihr eigentlich nutzlos, weil ihr kommt hinter keinem Schiff der Welt her. Nicht mal hinter irgendeinem Schlachtschiff, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Franzosen sind von Haus aus auch recht langsam. Wir gucken mal kurz. Also, die 18,9. Selbst eine Tourer, oder wie es heißt, haut euch einfach ab. Ja, das ist halt wirklich alles ein bisschen schön. Es ist alles wirklich sehr, sehr schön. Wir kommen jetzt trotzdem nochmal zu meinem Kapitän zu sprechen. Ich habe zwei Runden, eine Runde mit dem Sims, eine Runde mit dem Lee. Erste Runde mit Lee, zweite mit Sims. Bei Sims habe ich Charnos Lady und Andrew Cunningham drauf. Dann habe ich hier flambierten Kanonier, rotierende Bohrer, Treffsicherheit und Streckenrekord in XXL und Wille zum Wiederaufbau. Jetzt kommen wir doch mal zu unserem wunderbaren Lee, den ich eigentlich sehr gerne auf amerikanischen Schlachtschiffen fahre. Wir haben dann Überleben 29.000 Trefferpunkte. Also wie gesagt, wir sind dann auf einer Höhe von einem fast einem leichten Kreuzer, ne? 24.000 hat die Dings. Also das ist nicht deutlich mehr. Alle Schlachtschiffe haben fast doppelt so viel Leben wie wir. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, mit Lee haben wir halt hier nur noch 13,4 Kilometer Reichweite. Ich weiß nicht, was wir mit der Reichweite anfangen sollen, weil wie gesagt, wenn die Schiffe wegfahren, wir können nichts machen. Wir können einfach überhaupt nichts machen. Und da wir auch keine Flak haben, wenn CVs drin sind, ihr könnt nichts machen.
Das ist geil. Torpedos ausweichen könnt ihr meistens auch nichts machen. Die tun dann halt auch sofort weh und die Hälfte von eurem Schiff ist meistens auch direkt weg, weil wir haben ja nicht viel Leben. Gut, ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie ich um mein League-Skill habe und dann würde ich sagen, schauen wir uns dieses wunderbare, geniale Schiff doch mal im Match an. Wir haben als erstes hier Paolo Di Rivel, um natürlich die Nachladezeit runterzudrücken und Admiral Graf Spee, um Menge der wiederhergestellten TP zu erhöhen. Wir haben als Basisfähigkeit immer schön trocken bleiben, Ladezeiten, Schaden für Begrenzungsteam und Dauer eines Wassereinbruchs wird hier verbessert. Dann nur kein Ärger, kreuzweise, Feuerwehrmann, Mechanikermeister und natürlich auch unseren Welle zum Wiederaufbau. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch dieses wunderbare Teil mal in unseren zwei Gefechten an. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der South Carolina. Wir sind hier Ringherrschaft unterwegs. Wir haben eine Kaiser, eine Phoenix, eine Karlsruhe, zwei Tenrios, eine V-170, eine Campbelltown, eine Stroro und eine Romulus im Gegnerteam. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier kommentieren soll. Ich kann euch sagen, diese Runde wird ein Weltrekord an Schaden aufstellen. Das habt ihr noch nicht gesehen. Und ich glaube, es müsste auch der höchste Schaden sein, den ich hier als Video je präsentiert habe. Bevor wir jetzt aber weitermachen, kommt eine sehr passende Werbung von meiner wunderbaren Partnerschaft mit Holy Energy. Denn ganz ehrlich, Freunde, gerade wenn ihr dieses Schiff fahrt, ihr braucht was, was euch wach hält. Holt euch auf jeden Fall den Energy, damit ihr zumindest die 15 Minuten, wenn die 15 Minuten wirklich gehen sollten, auch überlebt, ohne dass ihr mittendrin einnickt. Also ihr könnt euch nur was Gutes tun. Link und Code findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. So, wir fahren jetzt hier Richtung D, sind gespottet, wir sehen halt nichts. Es ist auch die Runde mit Lee, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Zweite Runde wird dann mit Sims sein. Ja, wir fahren hier 15,2 Knoten, 15,3, langsam geht's bergauf. Wir haben Rückenwind. Und diese Riesentürme, die sind dafür da, dass wir unsere Wäsche aufhängen können. Also das sind Riesenwäschespinnen. Oh, eine Tenryu. Eine Tenryu. Mal gucken. Ah, die bremst ab. Mal schauen, ob wir sie treffen. Oh ja, 810 Schaden. Wahnsinns Schadensoutput. Respekt. Wir drehen natürlich gleich nach links weg, damit wir jetzt hier der Tenryu nochmal ordentlich eine drücken können. Mal schauen. Wahnsinn, 1620 Schaden sind jetzt hier schon bei 2430 Schaden, Freunde. Setzt euch hin, das wird ein Schadensrekord vor dem Herrn. Absoluter Wahnsinn. Und, jawohl, nochmal 1620 Schaden. Also die Tenryu, die zittert schon vor Angst. Ja, da haben wir schon zwei DDs auf der gegnerischen Seite verloren. Sehr gut. Also wir führen hier massiv. Logischerweise liegt das an unserem Schiff, an nichts anderem. So, jetzt kommt die Tenryu raus. Immer noch Breitseite. Ah, die Streuung sah wirklich gut aus. Und nochmal 1620 Schaden. Respekt. Also ihr seht schon, die Tenryu hat Löcher an der Seite ohne Ende. Aber das ist egal. Das Ding fährt weiter. Ja, unsere hinteren Türmchen, die kommen dann irgendwann auch mal. Ah, 4 Sekunden können wir sogar noch mal schießen. So, ach, guckt euch die wunderbare Streuung an. Zack, nochmal. 2000 Schaden ungefähr. Jetzt aber, komm. Zack, haben wir das Ding absolut vernichtend rausgenommen. Sie hatte keinerlei Chance. 8825 Schaden haben wir auf der Uhr. Wahnsinn. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, Freunde. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Da ist noch eine Romulus. Mal gucken, ob wir sie treffen. Und zack, vernichtender Schlag raus. Kein Ding mit dem Teil. So muss das sein. So, da ist noch diese Storoschwere Storoski. Gucken, ob wir sie treffen. Cap haben wir natürlich hier auch schon eingenommen.
komm schon. Jawohl. ...11.569 Schaden auf der Uhr, Freunde. Gucken wir, ob wir sie nochmal treffen können. Leider nicht. Nochmal die vorderen Türmchen rausgehauen. Und zack, haben wir das Ding versenkt. Wahnsinn. Wahnsinn. So, noch zwei Schiffe, Freunde. Wir könnten hier sogar eine Krake machen. Also ihr seht, wie überlegen dieses Schiff ist. Ich will mal lieber nicht hupen, nicht, dass da unsere Maschinen ausfallen. Das war mir ein bisschen zu heikel. Ja, Freunde, ich könnte jetzt anfangen zu singen, ne? Aber ich lasse es lieber mal. Ja, wir können ja auch mal zusammenfassen, was das Schiff alles so hat. Also es hat extrem wenig Leben, es hat das wenigste Leben, was ein Schlachtschiff angeht. Ja, ne? Fast so viel wie ein leichter Kreuzer. Es hat so gut wie keine Panzerung. Ja, Torpedoschadensverringerung ist natürlich auch hervorragend. Also da kann es euch passieren, dass ihr mit zwei Torpedos definitiv über die Hälfte von eurem Leben weg seid. Entschuldigung. Wir haben keine Flak. Wir sind unfassbar schnell, dass selbst alle Schlachtschiffe auf dieser Stufe uns wegfahren, wenn sie wegdrehen. Wir haben eine verdammt krasse Reichweite. Und ja, ich glaube, wir haben alles zusammengefasst, ne? Was dieses Schiff auszeichnet. Und ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Wir gehen jetzt hier mal auf die Kaiser. Mal gucken, was wir so auf dem Schlachtschiff für Schaden drücken können. Wahnsinn, 2600 Schaden. Und ihr solltet natürlich nicht mit diesem Schiff Boat-Tanken, weil 16 mm, da kommt so gut wie alles durch, Freunde. Mal gucken, sie haut halt ab, die Kaiser. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, denn wir kommen nicht hinterher. Ich verstehe gar nicht, warum Wargaming dieses Schiff nicht in die Auktion gebracht hat. Ne? Da hätten sich die Leute doch gefreut, wenn sie 30.000, 40.000 Dublonen hingelegt hätten für so ein geiles Schiff. Ja, da kann ich nicht nachvollziehen. Hätte ich die, wie heißt sie, die Albert hätte ich kostenlos gebracht und hier die Carolina hätte ich in die Auktion gebracht. Ach, das wäre doch richtig witzig gewesen. Ja, wie ihr seht, die Kaiser fährt weg. Wir kommen nicht hinterher. Wir haben auch keine Reichweite mehr auf sie. Das war's im Großen und Ganzen. Ach ja. Oh, zwei Abprall haben wir noch gemacht. Zwei Abprall konnten wir noch machen. Ja, jetzt haben wir auch noch einen Kreuzer. Mal schauen, vielleicht kriegen wir den Kreuzer noch irgendwo aufgedeckt. Das Gute ist, er fährt Richtung Kartenrand. Irgendwann können wir ihn noch einholen. Wir haben ja noch 7 Minuten, Freunde. Also was Besseres kann uns ja nicht passieren, ne? Also man merkt schon richtig, so gerade in letzter Zeit, was Schlachtschiffe angeht, hat sich Wargaming wirklich selbst übertroffen. Man merkt so ganz leicht, ganz langsam, dass die Schlachtschiffe so bei Wargaming an höchster Priorität stehen. Ja. Ne, an der HI zum Beispiel, dass die Schlachtschiffe da permanent am Brennen sind. Innerhalb von wenigen Sekunden, das habe ich heute mit der Weimar halt auch mal gemacht, ne, schön hinter der Insel gestellt und permanent im HI geschossen. Es war sehr faszinierend, wie schnell so ein Schlachtschiff dann raus ist. Also man merkt, wie gesagt, schon so richtig, ja, dass die Lieblingsklasse von Wargaming auf jeden Fall die Schlachtschiffe sind. Und dass die in keinster Weise benachteiligt sind. Gerade auf Float hier hat man auf jeden Fall eine super Möglichkeit, gerade jetzt zum Beispiel mit der South Carolina, gegen CVs zu wirken, gegen Zerstörer zu wirken. Also das ist einfach nur genial. Und dann, wie gesagt, ein Schlachtschiff so wenig Leben zu geben, einfach nur ein klasse Schritt. Also sowas hätte ich nicht gedacht.
Oh, ich glaube, die Phoenix ist AFK. Wahnsinn, da könnten wir vielleicht sogar noch was machen. Zitadelle, Freunde. Was ein Treffer. 8100 Schaden. Wahnsinn. Da hat richtig hier der Boden gewackelt. Schauen wir uns jetzt nochmal an, ob wir hier eventuell noch eine drücken können. So. Granaten sind raus. Ah, nein, die Kaiser kriegt noch... Schade, die Kaiser geht raus. Hätten wir fast einen Kraken gemacht, Freunde. Hätten wir fast einen Kraken gemacht. Das sollte eigentlich zeigen, wie genial dieses Schiff ist. Was haben wir an Schaden? 26.718 Schaden. Platz 3 mit 1.189. Basis-EP und 96.600 Credits plus gefahren. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch gleich im zweiten Gefecht wieder. Bis gleich. So, Freunde, willkommen im zweiten Gefecht mit der South Carolina. Wir sind hier Weg des Kriegers, Herrschaft unterwegs. Wir haben eine Langley, eine Nevada, eine South Carolina, eine Hawkins, eine Phoenix, eine Wispy, eine Isokase und zwei Glashorn im Gegnerteam. Ja, wir sind hier wunderbar gespawnt. Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir jetzt nicht zerklüftet gekriegt haben, weil gerade zerklüftet wäre für dieses Schiff einfach nur hervorragend, weil dann könnte man sich einfach mal in Ruhe die Inseln anschauen und schauen, wie viel Liebe und Detailgrad diese wunderschönen Inseln haben. Weil was anderes würde man auf Zerklüftet auch nicht machen können. So, die Runde haben wir jetzt hier mit Sims. Ihr seht schon, wir haben jetzt 30.140 Leben. Also fast so viel Leben wie ein großer Kurfürst mit einem Hyde. Ein ganz kleinen Tick weniger. Ein ganz kleinen Tick. So, wir werden jetzt hier einfach mal geradeaus reinfahren. Jo. Und hoffen, dass unser CV jetzt hier mal was aufdeckt. Ah, oh, unser Wille zum Wiederaufbau ist jetzt auch aktiviert. Dann kann uns schon gar nichts mehr passieren, Freunde. Dann kann uns schon gar nichts mehr passieren. Ja, da war ich kurz eingenickt. Bin dann mit Schrecken wieder aufgewacht. Oh, da kommt eine Phoenix. Da kommt eine Phoenix. Wir schießen mal drauf. Also was ihr auf jeden Fall seht, ne, sie ist mit Sims auf jeden Fall deutlich präziser. Ui. Ja, wir wollten sie einfach mal ein bisschen erschrecken. Drehen wir nochmal rum, dass wir unsere hinteren Türmchen auch nochmal benutzen können. Ja, und der Schussbogen, ne, der ist halt wirklich genial. So, gucken wir mal. Und wieder haben wir sie erschreckt. Ein bisschen nass gemacht haben wir sie auch. Perfekt. So, komm. Granaten sind unterwegs. Ah, schade. Und die Arkansas hat hier einen vernichtenden Schlag und erst gut gemacht. Ja, das ist sehr, sehr schade, ne? Dass so eine Arkansas da deutlich besser trifft als wir. Schaut euch doch mal diese wunderbaren Inseln rechts an. Ne? Sieht das nicht geil aus, Freunde? Das ist doch geil. Das ist doch richtig geil. So. Nevada steht da fast nur doof rum. Ah, jetzt gibt sie Gas. Ja, und wir machen sie auch nass. Schön. Oh, da kommt auch die feindliche South Carolina. Da müssen wir natürlich aufpassen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass der uns jetzt hier nicht vernichtet. Aber von Weitem sieht das Ding auch aus wie so ein Bügeleisen, ne? Wie eine zu groß gewordene St. Louis. Oh, 2940 Schaden haben wir gemacht. Das war sehr gefährlich. Oh, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir hier beachen. Kommen wir da noch rum? Klar, kommen wir da noch rum. Guckt euch das an hier, wie die an der Insel vorbeischleicht. Wahnsinn. Oh, da ist noch eine Wispy. Ah, jetzt ist sie leider zugegangen. Schade, schade, schade. Oh, da zwei Torpedo-Treffer vom CV. Das macht jetzt auf Carolina gar nichts. Jawohl, sehr schön. Schließen wir hier nochmal auf die Wispy. Jawohl, schöner Treffer.
Schade, lassen sie leider noch stehen. Ah, wir kriegen sie leider nicht mehr. Oh, guck mal da, Nevada steht auch schön breit. Haben wir mal abgedrückt, mal schauen, was wir hier drücken. Zack. Ungefähr 7000 Schaden. So gehört sich das. Und hier, ihr seht es, ne? Die steckt einfach alles weg. Die steckt einfach alles weg. Da kennt die gar nichts. Also die Todesrolle von der Norca, die ist da gar nichts gegen. Absolut gar nichts gegen. Und wieder haben wir hier das Cap erobert. 891 Schaden auf die Nevada. Und zack, Junge, wir stecken das weg. Wir schniefen das einfach weg, die HE. Wie Schnupftabak. So, drehen wir nochmal das Schiffchen. Und nochmal eine volle Breitseite raus. Oh, 7662 Schaden. Und unser Secondary ist jetzt hier am Rumpflügen. Komm schon. Ach, die interessiert sich gar nicht für uns. Jawohl, der Nevada brennt von uns. Ah, und guck mal da. Da ist leider, leider die South Carolina einfach untergegangen. Sehr schade. Und nochmal. Zack, Junge, Nevada ist raus. Haben wir hier aufgeräumt. Was hätte man anders machen können? Nichts. So. Da ist noch eine Klasse Horn. Da ist noch eine Klasse Horn. Mal gucken. Ach, schade, schade. Hauen wir nochmal eine volle Breitseite raus. Und zack, hier, 1701 Schaden. Und die Glashorn ist leider auch schon raus. Wir können uns jetzt hier nochmal zurückheilen. Weil wir haben hart gekämpft, Freunde. Das war ein richtiger harter Kampf. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Amerikanische Flotte und die Royal Navy gegen uns alleine. Das war schon richtig heftig. Ich brauche hier nach Rau erstmal wirklich ein Energy, damit ich überhaupt ansatzweise überhaupt wieder klarkomme. Weil ich war so fasziniert und so schockiert von diesem Schadensoutput, von diesem generell, diesen Statistiken von diesem Schiff. Einfach nur geil. Ja, das Ding haben wir auch wieder gewonnen, Freunde. 36.323 Schaden, fast Platz 1 mit 1.223 Basis-EP. Und 79.624 Credits plus gefahren. Ja, Fazit zum Schluss, Freunde. Das Ding ist einfach nur brillant. Wargaming hat sich hier richtig, richtig viel Mühe gegeben, das Ding richtig geil zu balancen, damit sie ansatzweise auf Augenhöhe mit den anderen Tier-3-Schiffen ist. Also wie gesagt, normalerweise gehört die auf Superlegendär oder halt, auf Tier 20, wenn es irgendwann mal kommen sollte. Also einfach nur genial, was Wargaming uns hier liefert. Vorteil ist einfach nur, dass das Ding gratis ist und wir werden jetzt mal den Sarkasmus beenden. Das Ding ist einfach nur der größte Scheiß, den ich je gespielt habe. Also was sich Wargaming dabei gedacht hat, ist einfach nur eine Frechheit. Gib dem Ding doch zumindest ein bisschen mehr Leben. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei denken, einem Schlachtschiff fast so wenig Leben wie einem Kreuzer zu geben. Das Ding hat kaum Reichweite, das Ding ist mega langsam. Im Großen und Ganzen seid ihr eigentlich nur eine fahrende Zielscheibe, das war's. Also ihr werdet das Ding ein, zwei Mal rausholen, das war's. Ihr werdet mit dem Ding keinerweise Spaß haben, also wirklich. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht wäre es doch mal gut gewesen, wenn sie noch T2-Schlachtschiff reingebracht hätten, also T2, die Schlachtschiffe auch drauf gemacht hätten. Dann wäre nämlich ein Mikasa ein Schlachtschiff, dann wäre das Ding ein Schlachtschiff. Und auf Tier 2 wäre das Ding vielleicht noch ansatzweise irgendwo vertretbar. So muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, seid froh, dass es kostenlos ist. Denkt mal, das Teil wäre in die Auktion gekommen. Ich glaube, einen größeren Shitstorm hätte sich Wargaming gar nicht abholen können. Fahrt sie ein-, zweimal, stellt sie in den Hafen, macht sie in euren Auftrag rein, dass ihr die schönen Tarnungen bekommt. Das war's. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder bei der USS Independence.
Und dann habt dann ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut. Jetzt hätte ich fast meine Kanalmitglieder vergessen. Ja, ihr seht, was das Schiff aus mir macht. Also, schöne Grüße gehen an N1Co8, dann an Raymond HH, Spartanwolf 70, Altbierking, GameStar, PlayHD, TDStar, Sirius 05 und The Game. Vielen lieben Dank für euren Support und ciao.